Hallo, mein Name ist Irina Frank und heutiges Thema ist den Farblook mit einer Füllebene erzeugen. Eine Füllebene, die macht eigentlich das gleiche, als wenn man eine leere Ebene mit einer Farbe füllt. Allerdings, was gut ist, die Füllebenen funktionieren wie die Einstellungsebenen. Man bleibt flexibel und kann die Farbe immer ändern. Ich erstelle eine Füllebene. Das macht man über dieses Symbol unten. Farbfläche oder über das Ebenenmenü. Ebene, neue Füllebene, Farbfläche. Hier kann ich den Namen, den Modus oder die Deckkraft ändern. Okay. Hier können wir die gewünschte Farbe auswählen. Einfach auf die Farbe klicken, zum Beispiel Blau. In diesem großen Fensterchen können wir die Farbe anpassen. In vertikaler Richtung, von oben nach unten, die Farben werden dunkler, also unten heller, unten dunkler. Und in horizontaler Richtung kann man die Sättigung anpassen. Nach rechts steigt die Sättigung. Ich wähle einfach blaue Farbe aus und klicke OK. Momentan sieht das alles unspektakulär aus. Interessant für uns wird erst, wenn wir verschiedene Füllmethoden ausprobieren. Auf dieser Liste sehen wir alle Füllmethoden, die existieren. Sie können einfach ausprobieren, die Füllmethode aussuchen, klicken und gucken, was passiert. Wählen wir die Füllmethode multiplizieren. So bekommen wir eine düstere Nachstimmung. Probieren wir, wie diese Methode wirkt mit einem anderen Bild. Ich erstelle eine Farbfläche-Ebene. Auch blaue Farbe. Okay. Die Füllmethode multiplizieren, Deckkraft reduzieren und so haben wir wieder diese Nachtstimmung. Zurück zu unserem Bild. Was ich schön finde, mit einem Doppelklick auf die Farbfläche kommt man direkt in den Farbdialog rein und man kann andere Farbe aussuchen. So, jetzt will ich ein bisschen wärmer haben. Ich klicke OK. Und ändere, wähle die Füllmethode weiches Licht aus. Ich denke noch ein bisschen wärmer, so ungefähr. Okay, klicken. Die Methode weiches Licht nicht nur verleiht dem Bild einen Farblook, sondern erhöht auch die Kontraste. Spielen wir ein bisschen mit der Deckkraft, so ungefähr. So, versuchen wir eine andere Methode. Ich erstelle wieder eine ebene Farbfläche. Wähle ich eine blaue Farbe aus. Okay. Und probieren wir die Füllmethode Farbe. Die Füllmethode Farbe, das bedeutet, dass die Farbe dieser Ebene bestimmt die Farben aller Ebenen. Ich reduziere die Deckkraft ein bisschen. So haben wir einen cooler gesättigter Farblook bekommen. Schauen wir unsere erste Methode an. Das war die Füllmethode weiches Licht. Warm, kontrastvoll. Und jetzt die andere Methode Farbe. Probieren wir noch eine Methode aus. Ich erstelle wieder eine ebene Farbfläche. Wählen wir eine Farbe aus, klicken wir OK und ich wähle die Methode Ausschluss. Sieht, das Bild wird, sieht nebeliger, die Highlights haben sich verfärbt, die sind jetzt gelblicher geworden. Die Schatten haben so einen Blaustich bekommen. Ich reduziere die Deckkraft und ich finde, das ist ein interessanter Effekt geworden. Probieren wir das Ganze auf einem anderen Bild. Ich erstelle eine Farbfläche. Probieren wir eine andere Farbe aus. Zum Beispiel so eine. Okay. Die Farbmodus, Ausschluss. Die Deckkraft, naja, so ist gut. Jetzt sieht man, wir haben rote Töne ausgesucht, deswegen werden unsere Schatten
rötlicher. Und die Highlights haben sich wieder verfärbt, allerdings diesmal sind die blauer geworden, cyanfarben. So kann man einfach einen interessanten Effekt Farblook bekommen. Probieren Sie einfach aus, welche verschiedene Füllmethoden, verschiedene Farben. Und schauen wir mal, das ist unsere Kontrastmethode, weiches Licht. Die Farbmethode, Farbe und Ausschlussmethode. Probieren Sie verschiedene Methoden aus. Probieren Sie verschiedene Farben aus. So erstellen Sie sehr leicht und sehr schnell einen Farblook. Viel Spaß!